Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Aquaria. Wir befinden uns jetzt hier im letzten Gebiet vor dem letzten Boss im Spiel. Ich will nur noch mal ganz kurz meine Items durchgehen, ob ich genügend Heilung dabei habe. Das hier vielleicht nicht unbedingt. Oh, das hier wäre allerdings nicht schlecht. Ein Full Heal. Das hier? Genau. Machen wir noch ein paar Kuchen vielleicht. Was ist das hier? Nein. Das Rubbery Meat war es, genau. Okay. Gut, dann versuchen wir das Ganze nochmal. Ich will nur noch eins probieren. Ja, ich müsste... So würde das gehen. Okay. Wir werden nämlich wahrscheinlich das Schild brauchen. Helfen würde uns Pew. Und wir ziehen diese Rüstung hier an. So, wie letztes Mal gesagt, hier haben wir die ganzen Gottheiten, die in Aquaria verteilt überall sind. Und hier haben wir etwas, das aussieht wie wir. He spoke, and his voice was forever burned into my memory, in perfect detail. Your darkness is mine, little one. Your life is mine. I created all that you have witnessed, though you have struggled and fought. It is all for nothing. This world is my canvas. I will paint upon whatever I see fit until I have completed my masterpiece. You, little Aja, a fraud. But you come from one who is perfection. You will be my companion for the rest of eternity. You will have the honor of witnessing my final masterpiece. But I am a conscious being, with my own hopes and desires. I do not belong to you. Yet it all sprang from my mind, my efforts, ungrateful one. Bow before me and worship your creator. No, I will not. I have lived free. I have explored beyond. You have been allowed to play in my world. Now the turn is over. You will love me and nothing else. But have you ever truly loved? Has anyone ever willfully loved you? You love an aberration, a foul symbol of chaos. Why does such a small creature frighten you so? Perhaps you're not as powerful as you claim. Perhaps you can only control what lies in the water. Fool! I am a god! Perhaps you dream to be. But I will never worship you. Then... you must die. Yep, und los geht's! Ach,
Ach du meine Güte. Ja, man sieht schon, das hier ist... Oh mein Gott, ich muss die Musik ein kleines bisschen leiser machen. Wow, 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 wow. Das hier ist der Schöpfer. So wird er tatsächlich genannt. Und ist der letzte Boss im gesamten Spiel. Und er wird direkt seinem Titel sehr gerecht, indem er einfach mal Gegner erschafft, die sich um uns kümmern sollen. Der Schöpfer ist dasjenige Wesen, das alle anderen Geschöpfe in Aquaria geschaffen hat. Unter anderem auch die ganzen Gottheiten. Wow. Und bis jetzt hält sich das Ganze noch in Grenzen, aber das ist auch nur, weil das nur die erste Phase ist. Moment. Okay, Phase 2 beginnt. Jetzt wird's offiziell deutlich gefährlicher. Und wir verlieren Lee. Das ist direkt sehr gefährlich. Da wir ohne Lee die Doppelform nicht verwenden können. Ja, von den Geschossen auf jeden Fall nichts treffen lassen. Wollte ich gerade sagen und dann werde ich natürlich direkt getroffen. Meine Güte. Problematisch, denn die verursachen Gift. Was so? Scheiße, ich merke gerade, ich habe viel zu wenig Heilung gegen Gift. Wow. Verdammt! Das war knapp. Also deine Wurmbeine sehen einfach nur ekelhaft aus. Das muss ich ja mal so sagen. Ah, natürlich. Hörst du jetzt bitte mit deinen Giftgeschossen auf? Oh, natürlich hört er nicht auf. Okay, Moment. Nein, das war nicht gewollt. Nicht vom Strahl treffen lassen. Jetzt könnte das Gift aber auch mal wieder aufhören. Natürlich. Oh, meine Güte.
Ach du meine Güte. Hör doch jetzt mal auf mit den Giftgeschossen, bitte. Komm schon. Ich hätte definitiv darauf aufpassen sollen, dass ich... Oh, na ganz toll. Oh mein Gott. Also wenn es so weitergeht, dann komme ich auf jeden Fall nicht bis ans Ende des Kampfes. Schon keine Kuchen mehr. Oh mein Gott. Das sind alles Fähigkeiten, die ich jetzt gerade absolut nicht gebrauchen kann. Lass. Okay, Form 2. Okay, jetzt müssen wir da rein. Ich muss jetzt tatsächlich zwischendrin noch mal ein bisschen was kochen. Irgendwas ziemlich Starkes. Der Veggie Cake, Sea Cake und Plant. Okay. Sea Cake, Plant. Davon kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen machen. Auf die Idee hätte ich auch früher kommen können. So, einmal das hier. Kann ich nämlich sehr starke Heilung. Okay. Ah ja, hieran erinnere ich mich. Da haben wir ihn. Und er rennt weg. Das hier unten ist so ein bisschen ein Labyrinth. Wir müssen aufpassen, von wo er kommt. Und müssen jetzt vielleicht unser Haustier ein bisschen wechseln. Reicht das? Bleibt weg. Okay. Ach du meine Güte. Die Musik hier im Hintergrund ist halt einfach absolut furchtbar. Oh. Eieiei, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da. Wir verfolgen ihn jetzt quasi gerade ein bisschen. Okay, nee, jetzt brauche ich definitiv die Sonnenform. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Thank you.
mein Gott. Okay, wie ging das nochmal? So ging das, genau. Okay. Oh. Wow. Genau, jetzt kommt das Problem. Er fängt an, wie verrückt rumzurennen, wann immer er getroffen wird. Eieiei. Das war ein bisschen zu langsam. Okay. So, wo ist er? Kommt er jetzt wieder angerannt? Eieiei, wenn diese atmosphärische Musik im Hintergrund nicht wäre. Ich glaube, hier sollte er tatsächlich sich noch nicht hinbewegt haben können eigentlich, denn das ist der Ort, wo die nächste Phase schon beginnt. Na gut, was soll's. Na los, komm. Okay. Nächste Phase, kleines Kind. Oh je. Oh ja, riesiges Problem. Wir dürfen jetzt nicht falsch singen. Das ist jetzt nochmal das Simon Says Spiel. Okay, Moment. Scheiße, ich hab das nicht alles gesehen. Verdammt. Irgendwas mache ich hier gerade falsch. Moment, Moment. Ich glaube, ich habe es jetzt wieder verstanden. So. Auch nicht. Irgendwas mache ich hier gerade wieder komplett falsch. Ich weiß gerade nur nicht mehr, wie die Phase eigentlich ging. Nur weil es sich jetzt falsch bewegt hat. Mann. Ah,
ich muss alle drei... Oh, verdammt. Okay, jetzt habe ich zumindest verstanden, wie es geht. Kurz mal heilen. Okay, komm schon. Hallo? Was sollte denn das? Warum ist es jetzt nicht aufgetaucht? Ich darf mich von den Dingern nicht treffen lassen, ansonsten kann ich ihm damit keinen Schaden zufügen. Okay. Oh, warum? Ganz kurz. Aufpassen. Och, feg dich doch. Ich hasse diese Phase. Okay, das ist einfach. Ja, es geht darum, dass wir alle drei erwischen müssen. Okay, ich hab doch das in die richtige Richtung bewegt, meine Güte. Wir brauchen volles Leben. Okay, komm schon. Oh. Okay. Das ist so nervig. Ich muss immer warten, bis alle da sind. Okay, und dann muss ich es in der richtigen Reihenfolge singen. Als ob mich das schon berührt hätte. Das gibt's doch nicht. Los, komm. Okay. Weißt du, wenn mein Rad zum Singen nicht auftaucht, während ich schwimme, dann ist das natürlich auch total bescheuert. Ach, weißt du was? Fick dich, du hässliches kleines Kind. Ganz im Ernst. Das darf doch wohl gerade echt nicht wahr sein. Spawnt er die jedes Mal direkt auf mir drauf? Nein, das hier wollte ich. So, nochmal jetzt. Und dieses Mal sollte diese Scheiße auch funktionieren, bitte. So, Och. Nicht die Form wechseln. Okay, Du sollst nicht die Form wechseln, du sollst bitte einfach das... Oh. Verschwinde jetzt. Hallo? Das ist doch jedes Mal gerade immer das Gleiche. Mein Rad zum Singen taucht nicht auf. Wenn dieses Rad zum Singen jetzt endlich mal auftauchen würde. Okay. Maus, was soll das? So langsam nervt's. Thank you.
Ich muss jetzt mitten im Kampf noch mal kurz singen. Das ist so nervig. Das ist einfach nur nervig. So. Okay. Okay, sehr schön. Was mir gerade auffällt, das Baby hier hat tatsächlich die Frisur von Lee. Und letzte Phase. Wir befinden uns vor einem riesigen Kristall mit dem Schöpfer in seiner ganzen Größe. Und müssen jetzt erstmal Lee daraus befreien. Halloho! Wenn ich den Knopf für die Form drücke, dann könntest du die Form auch bitte annehmen, okay? Okay, erstmal müssen wir die Panzerung vor seinem Auge wegmachen. Wow. Gut, nächster Schritt. Hallo? Oh nein. Bitte erstmal den Mutanten da vernichten. Wir müssen das Ei auf jeden Fall wegreißen. Daran erinnere ich mich noch. Ich brauche jetzt gerade alle diese Fähigkeiten nicht. Ich brauche lediglich Heilung. Wie ging das nochmal? Genau. Sonne. Könntest du bitte zuerst den Mutanten vernichten? So. Okay. So, jetzt den Mutanten bitte vernichten. Jetzt können wir es wegreißen. Und haben Lee befreit. Da ist er, sehr schön. Wir können ihm jetzt da zwar keinen Schaden mehr machen, aber... Ach ja, da drin hat er tatsächlich einen Schwachpunkt, bei dem wir ihm Schaden machen können. Ich habe jetzt schon zu weit gedacht. Los, komm. Mund auf, Mund auf. Eieieiei. Er richtet aber auch sehr viel Schaden zurück an. Ja,
jetzt geht's darum, dass wir hier seine Gegner vernichten müssen. Könnt ihr vielleicht bitte nicht unbedingt allem ausweichen? Oh. Ihr seid in so einem offenen Feld absolut furchtbar zu bekämpfen. So. Dann können wir nämlich so Schaden verursachen. Daneben. So, Mund auf. Mund auf. Wow. Also er verursacht enorm viel Schaden, wenn er mich mit irgendwas trifft. Das ist furchtbar. So, Mund nochmal auf. Entweder Mund auf oder Ammoniten auf mich schicken, bitte. Sehr schön. Wow. Oh. Da ist Schluss, da ist Schluss. Wo ist jetzt der letzte hin? Da waren doch drei. Okay, du kannst aufhören mit dem Licht da unten. Wo ist der dritte hin? Ach, ich muss mich jetzt schon wieder heilen. Das gibt's doch nicht, ey. Mir geht die Heilung aus. Meine Güte. Los, komm, Mund auf. Mund auf. Okay. So. Ganz knapp wieder getroffen. Scheiße. Okay, sehr schön. Ihr seid zu manövrierfähig, meine kleinen Freunde. Und dann schwimmt er natürlich genau in seine Hand rein. Das gibt's doch nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Ich habe keine Heilung mehr. In der Not wird man erfinderisch. Den tatsächlich noch nicht hatte. Meine Güte. Sehr peinlich. Also gut, nochmal. Mündchen auf. Komm schon. Ich habe da hinten keinen Platz mehr. Komm. Okay, sehr schön. Und das war's? Ja, das war's. Wir haben es tatsächlich geschafft. Letzter Boss, der Schöpfer, besiegt. Thank you.
Und jetzt erfahren wir, wer der Schöpfer wirklich ist. Wir sehen den kleinen Jungen nochmal. Für alle, die sich nicht dran erinnern, das ist jetzt, das ist jetzt nochmal die Stadt aus dem Intro. Und die Überreste der versunkenen Stadt. She left me, and she made you. Mia. There are still many things you don't know, Nyjah. You may still be able to find her. Oh. There's been so much anger, so much beauty, for hundreds of years. But it all feels like a dream. I think it's time to stop dreaming now. Sing me to sleep. Sing to me like she did. Und da sind sie draußen. Sehr schön. Sie haben es geschafft. Ja, was man daraus quasi entnehmen kann, der Schöpfer war der kleine Junge, der in der Stadt gelebt hat und als die Stadt zu Ende ging, als die Stadt untergegangen ist, wurde er durch irgendetwas am Leben gehalten und hat, okay, es ist nicht wirklich gut erklärt, warum er plötzlich so mächtig wurde, aber er ist quasi der Schöpfer von allem. Und weil alles quasi seinen eigenen Kopf hatte und sich von ihm abgewandt hat, um eigene Ziele zu verfolgen, wurde er wütend und hat letztendlich alle seine Schöpfungen vernichtet. Und jetzt, da die gefangenen Geister, die wir im Körper befreit haben, wieder frei sind,
existiert ja im Prinzip von den ganzen Völkern, die der Schöpfer vernichtet hat, wieder ein einziges Exemplar. Das finde ich tatsächlich recht interessant. Das heißt, potenziell könnten ja vielleicht weitere folgen. Die Druinaden, die Kurtites, der Methalische Prinz. To a family. Though my long journey was complete, and the world restored to the balance of nature, I could not help but be drawn back time and again to the vivid memories of my adventures. The strange, marvelous places I'd visited, the fantastic creatures I'd encountered, and the spirits I'd freed. Perhaps a part of me still lingered in the past, floating amongst the shadows of forgotten ages. I longed for the feeling of discovering new waters, striving for a destination that lay just beyond the next wave. It would never come again. Das war jetzt das normale Ende? Wirklich? Also das sind jetzt die Credits. Daran erinnere ich mich wirklich noch. Und ich will eigentlich so wenig wie möglich sagen, während dieses Lied abspielt, denn ich liebe dieses Lied. Ja, designtechnisch Derek Yu. Design und Artwork. Da haben wir Entwürfe von Naija. General. Design, Programming und Sound. Ja, El Kalokar. Ruhe in Frieden. Der Gute ist ja leider mittlerweile verstorben. Und ich will auch nicht noch mehr darauf zurückgehen, warum er tot ist. Ach, ich weiß nicht, was ich dazu großartig sagen soll. Jenna Sharpe, hoffentlich habe ich den Namen jetzt nicht falsch ausgesprochen, Stimme von Naija. Ich muss tatsächlich sagen, Aquaria war für mich eines so der ersten Spiele, das mich wirklich sehr tief berührt hat. Das einen starken, bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen hat. Ich weiß, dass dieses Spiel objektiv gesehen einige Probleme hat, die man für ein potenzielles Sequel definitiv hätte verbessern können. Stimme von Erik und Mithala von El Kalokar, Stimme vom Creator, wurde auch genannt. John Perry hat die Sprache gestaltet, okay. Vier Tester, okay. Oder sind das nur die Haupttester? Kamen da noch mehr Tester? Ja, noch sechs weitere Tester, okay. Zwei Leute haben dieses Spiel im Alleingang gemacht. Und ja, man kann einiges verbessern, wie beispielsweise schnellere Kochfunktion auf jeden Fall. Die Steuerung ist ein bisschen schwierig. Einige der Bosse sind definitiv zu kompliziert, um Schaden zu machen. Aber trotzdem, zu zweit, im Jahr 2007 haben sie das gemacht.
Und dann nochmal das Leitmotiv. Hätte ich mir jetzt tatsächlich die Mühe gemacht, die Sprache zu lernen, hätte ich jetzt auch gewusst, was da steht. Wird das vielleicht noch übersetzt? Sieht nicht so aus, als ob das noch übersetzt wird, dass man es auch tatsächlich versteht, wenn man... But it is not all that I have to share. You've become lost along the way, concerned only with the immediate facts. Return to the waters and follow the trails hidden in my memories. The story of my childhood. Find me, before the world is lost. My son. Okay, diese letzten paar Wörter, die da gesprochen worden sind, das war das, was mich tatsächlich interessiert hat. Okay, es ist aber im Prinzip nur eine Anspielung darauf, dass man das richtige Ende bekommen sollte. Gut, ich werde allerdings an dieser Stelle vielleicht... ich habe ja gesagt, ich will auf jeden Fall das wahre Ende des Spiels noch zeigen. Von daher werde ich wahrscheinlich meine abschließenden Gedanken zu dem Spiel dafür aufheben, wenn wir das tatsächlich geschafft haben. Aber das wird jetzt nicht noch auch noch in diesen Teil reinkommen. Von daher würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle mal Schluss. Das war's für heute mit Aquaria. Beim nächsten Mal werde ich euch dann noch das wahre Ende zeigen. Und dann ist das Let's Play-Projekt auf jeden Fall vorbei. Wir sehen uns dann. Bis dahin, tschüss.